Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Ina Seidel. Leben und Sterben im Walde. In den Höhlen der Felsen und der uralten Eichbäume wohnten der Bär, der Luchs und die wilde Katze. Und an den Bach kamen zur Tränke stolze Hirsche und zierliche Rehe. Der Dachs hatte einen ausgetretenen Steig von seiner Höhle bis ans Wasser, und der listige Fuchs schnürte dort gern entlang, um bei der Tränke ein leckeres Vögelchen zu erhaschen oder eine jener rotgetüpfelten Forellen, die den klaren Bach in Menge erfüllten. Die Bäume in diesem Tal wuchsen, wie sie wollten, und wurden uralt, bis sie endlich von den Larven der Käfer und anderer Insekten vielfach durchbohrt und überall angehämmert von fleißigen Spechten, abstarben und mit weißgebleichten Ästen dastanden. Dann kam ein Sturmwind, der sie unter gewaltigem Krachen zu Boden schmetterte, und alsbald wuchs üppig aus den vermodernden Trümmern neues Leben hervor.